Eine Motivation ist es, dass ich später mal, das ist jetzt vielleicht schon, was ich später machen möchte, ich würde gern Projektingenieur werden und an spannenden und vor allen Dingen nachhaltigen Projekten mitarbeiten und mitwirken. Und gerade die Energietechnik ist ja aktueller denn je durch den Klimawandel. Und mich interessiert halt, wie der Weg von den fossilen Energieträgern hin zu erneuerbaren Energien möglich ist. Also Wirtschaftsingenieurswesen geht es speziell darum, die bestehenden und neuen Arten der Energieversorgung zu analysieren und zu optimieren. Dabei gehen wir natürlich speziell auf die technischen und wirtschaftlichen Aspekte drauf ein. Und die ersten beiden Semester sind speziell Grundfächer, sprich Mathematik, Physik, Chemie und so weiter und so fort. Und dann steigt man spezifisch in die Energietechnik ein, betrachtet Versorgungsnetze und die ganzen energetischen Versorgungsanlagen und natürlich auch die erneuerbaren Energien. Wir haben Spezialisierungsmöglichkeiten auch auf erneuerbare Energien, sprich nachhaltige Ressourcen. Und da analysieren wir halt, inwieweit das umsetzbar ist und genau wie der Weg von den fossilen Energieträgern zu den Erneuerbaren möglich zu machen ist. Natürlich ist jeder Tag individuell, aber er startet meistens 8 Uhr, manchmal mit einem Labor, die sind meistens Vormittag und ansonsten meist mit einer Vorlesung und einem Übungsblock bis 11.30 Uhr. Anschließend gehen wir meistens immer alle in die Mensa, essen dort Mittag und trinken danach vielleicht noch einen Kaffee. Und danach gibt es vielleicht noch ein paar Übungsblöcke und Ende ist meistens so zwischen 14.30 Uhr oder manchmal auch bis 18 Uhr. Die Fachhochschule ist auf jeden Fall praxisorientiert. Es wird immer danach geschaut, dass wir sehr viele Exkursionen machen. Wir haben in jedem Semester Labore und auch die Dozenten kommen ja meist auch aus der Wirtschaft und erzählen uns da so den Einblick. Die Optionen gibt es, also über Erasmus ins Ausland zu gehen. Und natürlich hat da die Fachhochschule Erfurt auch die unterschiedlichsten Länder genau zur Auswahl. Also persönlich auf jeden Fall naturwissenschaftliche Kenntnisse, auch ein gewisses Grundinteresse. Man muss kein Überflieger in Mathe sein oder Physik, also da braucht man keine Angst haben. Gut ist es auf jeden Fall, wenn man mal die Vorkurse besucht vor dem Semesterbeginn. Das ist so Auffrischungskurse aus der Chemie, Physik und Mathematik. Und anschließend wäre mein Tipp, dass man sich direkt mit Leuten verknüpft und in Kontakt geht und gewisse Lerngruppen bildet. Und dann macht das auch quasi die Vorbereitung auch für Prüfungen, Labore etc. Also der Campus ist sehr modern. Es wurde ja auch erst neu erbaut. Wir sind auch auf einem sehr, sehr guten technischen Stand, was die Ausstattung betrifft. Und ansonsten gefällt mir einfach, dass ja, es ist fast schon familiär, auch in den Übungseinheiten, dass man in kleineren Gruppen auch zusammensitzt, die Übungsaufgaben bespricht und diskutiert. Und auch wenn man mal Fragen hat an den Dozenten, dann ist es überhaupt kein Problem. Und man hat ja relativ kurze Kommunikationswege. Also die Atmosphäre ist sehr gut. Dadurch, also es ist der Vorteil, dass man kleinere Gruppen hat. Man ist immer mit allen eigentlich relativ, also auch per Du und auch mit den Dozenten zum Teil. Und ist auf jeden Fall ein sehr, sehr angenehmes Lernklima. Also ich komme nicht ursprünglich aus Erfurt, ich komme aus der Nähe von Jena. Mich hat es nach Erfurt verschlagen, weil es den Studiengang jetzt deutschlandweit auch speziell so nicht so oft gibt. Und Erfurt an sich ist eine sehr schöne Stadt, eine sehr schöne Altstadt und zum Feiern ist auch auf jeden Fall was dabei. Genau, und wir sind gerne mal abends immer mal in der Bar und auch so gibt es viele Freizeitmöglichkeiten. Also wir sind gerne mal im Sommer gerade am Nordstrand oder auch im Sommer ist in der Stadt viel Musik, auch abends. Ja, also am besten eigentlich über online. Auf unsere Fachhochschul-Website, über unseren Instagram-Account, der wurde jetzt neu gemacht. Und einfach mal, wie ich damals, den Tag der offenen Tür besuchen.
Da geben sie sich immer sehr viel Mühe und es ist mit verschiedenen Ständen und aufgebaut und die einzelnen Fachrichtungen werden da echt gut vorgestellt.